Jeder kennt den Großglockner als höchsten Punkt Österreichs. Aber hast du gewusst, wo der tiefste Punkt ist? Genau da, wo der gesperrte Weg ist. Und dass es gleich zwei davon gibt, wo die liegen und warum eine Tour dorthin dennoch lustig und lohnend sein kann, das erfährst du in diesem Video. Ja, Azrael war krank und damit am Tiefpunkt. Das hat er zumindest geglaubt, aber das stimmt nicht. Wir gehen heute nämlich tatsächlich auf den Tiefpunkt und das ist der tiefste Punkt Österreichs mit 114 Metern in der Nähe von Appetlan. Und da nehme ich einfach mit. Das ist schon sehr ausgeprägt, die Information. Hm? Nicht nur die Tiere sind in dieser Region zugänglich, sondern auch die Menschen. Wir sind mit dem freundlichen Besitzer dieser Bisons ins Reden gekommen, weil wir gefragt haben, ob wir entlang der Schotterstraße parken können, ohne irgendwo im Weg zu sein. Es ist schon eine ganz besondere Atmosphäre in dieser bretelebenen Landschaft. Und sicher kein Fehler, hier im Frühjahr oder Herbst bei Windstille herzukommen. Ja, überraschenderweise kann man zum tiefsten Punkt Österreichs sogar mit dem Auto fahren. Jedenfalls steht vorne kein Fahrerverbotsschild. Das haben wir natürlich vermieden. Es ist aber Gott sei Dank auch kein Verkehr. Gell? Da vorne in der Suppen irgendwo, gell? In dieser Senke. Auch als Freund der Berge fällt es einem relativ leicht, sich dem Reiz dieser Gegend zu öffnen. Es ist trotz Siedlungsnähe fast unglaublich still. Und man sieht wesentlich mehr Tiere als Menschen. Es ist eigentlich erstaunlich, dass Sachen erheblich tiefer sein können. Azrael, wir haben die einzige Gegend gefunden, die tiefer ist als deine Witz. Ja. Nach einer mehrwöchigen Schönwetterphase, die Azrael in Quarantäne verbracht hat. Ja, wunderbar war das. Ist das der letzte Tag, an dem man gerade noch was unternehmen kann. Bei angenehmen 23 Grad. Sei doch froh. Wenn ich dir aus deiner Lethargie gerissen hätte, dann darfst du jetzt noch daheim sitzen. Ja, in Wien haben sie den Speckgürtel und da haben sie den Windschutzgürtel. Ja. Wenn man Windschutzgürtel anlegt, hat man keine Blähungen mehr. Das ist das Gute, wenn der Azrael da vorne rennt und irgendwas vor sich hin brabbelt, während ich filme, dann kann ich dank des Drahtlos-Mikrofons später rausfinden. Ich glaube, er lässt das gerade über mich, das ist ganz furchtbar. Der elektronische Spion ist aktiv. Aber da geht sie wieder bergauf. Ja, na, bis zum Dach muss der schon mal bergab gehen. Ja, da wird wahrscheinlich die Appetlaner Berglaufmeisterschaft ausgetragen. Einzelunterricht in der Baumschule, ja? Wirklich wahr. Christbaum für Appetlan. Mhm. Für Weihnachten 2240. Schau, da drüben. Nichts. Aha, ziemlich viel Nichts sogar. Sehr ausgedehntes Nichts. Aber Azrael hat schon recht. Die Gegend ist sehr leer. Und irgendwie fällt der tiefste Punkt. Azrael, was glaubst du wohl, wo das Schild für diesen Punkt Österreichs angebracht wird? Auf einen 100 Meter hohen Posten. Was ist das eigentlich, wenn man auf einen Gipfel, also auf einen Berg raufkreuzt, dann ist man am Gipfel, hat man einen Gipfelsieg. Und was ist jetzt das da? Tja, Azrael. Vor allen Dingen da drüben ist tiefer. Schau, was du schaust. Das ist überhaupt das alte Kettenschwindel. Willkommen am Tiefpunkt. Wirklich. Hurra! Da steht? Tiefstgemessener Punkt Österreichs. Das heißt nicht, dass der vorher nicht nur tiefer ist, sondern dass der vorher keiner gemessen hat. Antiklimaktischer könnte der Höhepunkt deines Videos kaum sein. Wir befinden uns am tiefsten Punkt Österreichs. Da steht's. Ja, glaubst du ja. Das? Nein, ich glaub das nicht. Ich glaub das auch nicht. Weil da geht's nur weiter runter da hinten. Ja, ey, aber da steht ja auch der tiefstgemessenste Punkt. Wenn du dahinter gehst und dort misst, bist du wahrscheinlich einfach nur ein bisschen tiefer. Aber schau, wie es da bergauf geht da hinten. Wir können ja überprüfen, ob wir nicht in die Richtung dann zurückgehen können. Ja, finde ich gut, machen wir. Ja, wir gehen da so hinter. Nachdem wir da diesen unüberwindlichen Aufstieg entdeckt haben, oder für Azrael mit sensationellen fast 3 Höhenmeter, ja, kann unsere Abenteuerlust durch nichts geschmälert werden, oder? Einfach nur zurücklatschen ist ja fad und es zahlt sich echt aus, den Weg zu einer kleinen Runde zu schließen, allein schon wegen des tollen Sonnenuntergangs. Gemütlichere Naturen werden allerdings einen ausgeprägten Mangel an Sitzgelegenheiten feststellen, der einen kreativeren Lösungsansatz erfordert. Ja, es wäre natürlich bald einmal wirklich interessant, sich irgendwo hinzusetzen. Aber gibt es keine so eine hohe Erhebung, dass man sich hinsetzen kann?
singuläre Kastanie. Kann man, was das wirklich ist, das ist sehr seltsam. Das ist nur sowas. Schon ist nicht mehr singulär. Glaubst du, was ich da drauf setzen auf die 139? Das bequemste Bankau. Also, Israel, Mut kannst du nicht kaufen. Ja, ich komm gleich. Funktioniert, wir leben noch. Ja, ich muss mich hinsetzen. Als Gegengewicht. Da kann man eigentlich reinschauen. Ah ja, das ist wirklich ein Schacht. Sehr gut. Da hast du deinen Vordergrund gedrängt. Du hast die Kamera da hingestellt. Gut. Danke. Oder? Na! Was schimpft er denn? Jetzt haben wir das Glätten gestrüppt in meinen Quant. Schau das an, schau das an. Israel, wie du immer ausschaust und das auf meine Videos, das ist wirklich furchtbar mit dir. Du hast keinen Spiegel da haben? Ich bin ein Einmann, ich habe jede Menge Spiegel da. Stehst den ganzen Tag davor. Was ist das für ein Scheiß? Warum tust du das Zeug eigentlich irgendwo in den Dreck legen? Das verstehe ich bis heute nicht. Israel, entpflanze dein Gewand. Das ist hier nicht immer mehr. Das ist genau 5 Sekunden am Boden liegen. Das reicht, um die halbe Gegend mitzunehmen. Jetzt ist ein neues Loch entstanden, das ist tiefer als der vierte Punkt Österreichs. Dauerhandfeuer das. Also ich darf es ja mit Waschen probieren. Ja, das darfst du gerade aussehen. Ja, die Fleckenschau hilft auch. Was für ein unverzeihlicher Fauxpas. Ich denke mir schon, warum passt das alles so gut rein? Ich habe sowieso noch nie verstanden, wie bei deiner Rucksackgröße eine passende überhaupt ein Thema sein kann. Israel, du hast den Rastplatz ausgesucht, wollte ich nur gesagt haben. Ja. Aha. Abbiegen. In den Misthaufen da eine. Okay, den misstraue ich aber. Mit Anlauf. Nein. Tja. Das ist ein Mineral. Okay. Na, das ist ein Klumper, oder? Ein Schalenanemometer, soll ich sagen. Ja, die Landschaft wird nicht besser, aber es filmt. Video nur ohne den geruchsverbessernden Effekt. Ja! Alter, bist du der. In diesem Video sieht man nichts und wenn man auf die nächste Ecken kommt, sieht man noch mehr nichts. Dünen! Ja, ja. Hosentaschen Sahara. Ja, es gibt da ein kurzes Stückchen auf Asphalt, aber es sind noch wenige hundert Meter und Lohn der Mühe ist eine wunderbare Abendstimmung. Da ist nicht die Gegend aus. Da ist nämlich auch nicht der Weg aus. Man sieht ihn nur nicht. Ja, die Landschaft schaut zwar immer noch sehr leer her, das heißt aber nicht, dass er nichts zu bieten hat, gell? Das war eigentlich eine sehr angenehme Tour bis jetzt. Die Gegend ist schon Besuch wert. Ja. Da fast keine Leute sind, das liegt einfach daran, dass da fast nichts zum Sehen gibt in der Gegend. Aber genau das ist der Reiz. Und was blüht da Schönes? Da blüht dasselbe Schöne, wie dort vorhin auch geblüht hat. Ja, und zwar die Kirschpflaume, nachdem ich es vorhin nicht erwähnt habe. Diese wunderbare Bildkomposition, die wir da jetzt hineinmarschieren. Sensationell. Ja, jetzt gibt es tatsächlich nicht mehr viel Neues zu sehen. Weil von der Richtung da kommen wir nämlich her. Ja, die abendliche Ebene hat schon was, aber sie ist mindestens genauso flach wie bei Tag. Ja. Bald haben wir's. Ja, Israel, schau, da hättest du gleich am Anfang rasten können. Das wäre es doch gewesen, oder? Haben wir nicht aufgepasst. Ja, immer wieder. Du hast nicht aufgepasst. Ich bin ja zur Rast verdonnert worden. Ist dir übrigens schon mal bewusst geworden, dass man nur jemanden fair, aber nicht mehr entdonnern kann?
Oh, da kannst du jemanden verdonnern und dann kannst du ihn abblitzen lassen. Azrael, wie hat dir die Tour gefallen? Ja, eigentlich ganz gut. Für das, dass es relativ wenig Berg war und sehr viel Tal. Es ist eine ziemlich tiefe Tour gewesen und trotzdem überraschend schöne Eindrücke. Ja, wer auch mal wirklich keine Lust auf Berg hat, der ist da definitiv richtig aufgehoben. Ja. Und damit hast du mir. Ich bin froh dabei. Ich bin Azrael. Und vielleicht sieht man es einmal auf einer anderen Tour, wo es wieder hoch hinausgeht. Doch halt, ich habe euch ja nur einen zweiten tiefsten Punkt versprochen. Und der kommt jetzt. Ja, und falls ihr euch gefragt habt, wo der zweite tiefste Punkt Österreichs liegt, genau da, wo der gesperrte Weg ist. Ach, das ist ein Punkt mit 114 Meter Seehöhe. Und Gerüchten zufolge sogar noch wenige Zentimeter niedriger als der andere angeblich tiefste Punkt Österreichs. Aber ich kann niemandem empfehlen, dass er dort Fuß herkommt. Da muss man nicht her. Das ist wirklich am Arsch der Welt. Ja, ja, und damit ist jetzt endgültig. Ciao, danke fürs Zuschauen. Wiederschauen.